This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es um spirituelle Glaubenssätze. Ihr habt mich gefragt, was ich von Reinkarnation, Channeling, Astralreisen, Karma und lauter so Begriffen halte. Und ich wollte gleich mal mit Reinkarnation anfangen. Und Reinkarnation ist für mich eine Tatsache. Also das ist für mich, was ich selbst erfahren habe, so mit Erinnerungen oder Träumen. Und ist für mich nur logisch einfach. Und es tritt ja in vielen philosophischen Weltanschauungen auch wieder, auch im Buddhismus. Und man findet es immer wieder. Und für mich ist es einfach, ja, das ist keine Vermutung mehr oder so. Für mich ist das, ja, was wohl da ist, was es gibt. Genau. Das hat auch für mich nichts mehr mit Glauben zu tun, also mit Vermutung geben, sondern das ist, ja, tief verankert. Ich meine, die meisten Menschen glauben sowieso dran. Selbst ganz normale Stadtmenschen so glauben da dran. Und ja, das wäre so der erste Begriff. Dann das nächste. Ich habe mir die Punkte aufgeschrieben, ich schaue gerade. Die ganzen, genau, Chakra-Lehren. So. Was ich von Chakra-Lehre halt, halte ich für sehr sinnvoll. Es kommt immer darauf an, wie man sowas betrachtet. Ich denke, es ist alles immer nur eine Einordnung in Urprinzipien. So. Die ganze Welt ist auf, im Prinzip auf männlich-weiblich aufgebaut, Yin-Yang, heiß-kalt. Und dann geht es immer mehr in die Differenziertheit. So. Und dann kann man die Welt eben in Urprinzipien zum Beispiel aufgliedern, so wie es zum Beispiel C.G. Jung gemacht hat, nach Archetypen, die Natur aufgeteilt in Menschen. 12 Archetypen, die dann auch wieder den 12 Sternbildern zum Beispiel zugeordnet sind. Aber da geht es einfach um darum, dass sich jedes Prinzip in der Natur durchsetzt. Wenn ich das Prinzip zum Beispiel von Aggression, wird sich immer durchsetzen. So. Im Frühling sprießt alles, alles stößt durch. Und Aggression hat nicht nur diesen negativen Beigeschmack, sondern man kann es auch positiv wandeln in Tatendrang und die Dinge mutig angehen. Genau. Und so wird sich eben jedes Urprinzip durchsetzen. Wenn man ein Problem mit irgendeinem Urprinzip hat, das auf einer unerlösten Ebene eben auslebt, dann kann man das wandeln, wenn man das anschaut und feststellt. Und dann kann man sehen, bei welchen Prinzipien, bei welchen Kategorien, wo kann ich, wo sind meine, ich sag jetzt mal Fehler, wo sind meine Chancen? Chancen ist immer schöner. Wo sind meine Chancen, mich zu entwickeln? Wo steckt das meiste Potenzial? Und da kann man eben schauen, sich zu wandeln. Das Ganze kann man dann eben auch in Chakrasystemen eingliedern. So, es gibt 7er, 8er Chakrasystem oder 12er oder 13er, was dann im Prinzip wieder auch diesen Archetypen nach C.G. Jung entspricht. So Rüdiger Dahlke hat zum Beispiel viel damit gearbeitet und daher habe ich das auch zum Beispiel. Die Lebensprinzipien hat er ein Buch drüber geschrieben, Rüdiger Dahlke jetzt. Genau, oder von C.G. Jung, Archetypen, gibt es auch ein Buch zu, könnt ihr euch auch mal anschauen. Und man soll das Ganze, denke ich, nicht fehlinterpretieren, das Ganze nicht zu wörtlich nehmen. Das sind Deutungen, das sind Urprinzipien, Prinzipien, die sich durchsetzen, an denen man arbeiten kann, die man ins Gleichgewicht bringen kann. Ich habe selbst so, wenn ich, ja, Blockaden zum Beispiel am Hals, habe ich neulich auch ein Video dazu gemacht, Halschakra, Kehlkopfchakra, so, dass man einfach schaut, dass man dieses Chakra wieder ins Gleichgewicht kriegt. Oder dann kann man gleichzeitig schauen, von der Psychosomatik her, für was steht dieses Körperteil. Was im Prinzip dann auch wieder dasselbe ist wie Chakra-Lehre oder wie Archetypen eben. Es ist einfach nur zu schauen, was entspricht dem, so Hals, Aussprache,
oder auch nicht Aussprache, was man sagt, wie man sagt vielleicht, oder dann eben die ganzen anderen Bereiche, wie man die Organe, den Chakren einmal zuordnen kann, kann man es genauso von der Psychosomatik her deuten, dass man zum Beispiel sagt, so Nieren stehen für Partnerschaft oder jegliche partnerschaftliche Verbindung, auch Sexualität teilweise. Und die Lungen für Freiheit. Ja, und so weiter eben. Und das ist dann wieder auch den Chakren zugeordnet, so wie die Nieren halt oder die Blase teilweise noch im Sakralchakra, beziehungsweise Blase und ja, das wird dann eher. Kommt drauf an, nach welchem System wird er. Das ist immer kein eindeutiges Denken, das ist ein bildhaftes Denken eben. Genau, und man sollte es eben nicht fehlinterpretieren. Und die Sprache verzerrt da viel, wenn man das zu wörtlich nennt. So wie viele sehr heilige Texte, sag ich mal, sehr ganzheitliche Texte, sehr verfälscht wurden, sehr fehlinterpretiert mit der Zeit und immer weiter unbewusst übersetzt wurden. Ja, viele religiöse Texte, so die Bibel, die wurde ja immer weiter abgeändert. Und viel ursprüngliche Schriften, da ist noch viel mehr rauszuziehen, wie das Essener oder Essener Evangelium. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, könnt ihr auch mal im Kanal in die Suche eingeben. Genau. Ja, das ist aber so meine Meinung zu Chakra-Lehre. Halte ich alles für sehr sinnvoll. Ich halte es eben immer nur für eine Sichtweise, für einen Blickwinkel. Es ist nie ein eindeutiges Denken, es ist einfach nur ein bildhaftes Denken. Das ist dieses bildhafte, nicht verurteilende Anschauen. Wenn man Bilder hat, da ist nichts verurteilen. Du schaust ein Bild einfach an. Das stellt noch keine Beurteilung dar von der Situation. Das Bild ist einfach, wie es ist. Ein Kind schaut ein Atomkraftwerk an und sagt, schöner Turm. Das beurteilt gar nicht. Es sieht einfach nur das Bild. Ein Bild ist ein Bild und ist nicht beurteilt. Sobald ich ein Wort benutze, ist es schon wieder. Ich sage das blau, weiß ich nicht, ob es jeder das so blau sieht wie ich. Und Wahrnehmung ist auch Täuschung auf dem. Deswegen ist ja bildhaftes Denken noch viel genauer und auch diese ganzen Genies. Jeder hat immer in einem bildhaften Denken, in einem symbolischen Denken auch zu Schlüssen gekommen. Wenn man nur dieses Einordnende, dieses Stupide in Kategorien gliedernde Denken hat, so, was weiß ich, da habe ich einen Stein, darunter fällt Granit, Graphit, was weiß ich, was da drunter fällt, dann habe ich da Pflanzen, da fällt die Palme drunter, da fällt das drunter. Und das kann auch ein Computer machen, so, dazu braucht man keinen Mensch. Ein Mensch kann ganz andere Verknüpfungen schaffen. Ganz andere Verbindungen. Dieses senkrechte Denken. Ja. So hat es Rüdiger Dahlke und Nicolas Klein, die haben ein Buch mal drüber geschrieben. Senkrechtes Denken. Ist auch sehr interessant, könnt ihr euch mal durchlesen. Da kann man das wieder lernen, wieder andere Schlüsse zu kommen, andere Ideen, ganz andere Gedankengänge aufzumachen. Ja. Dann der nächste Begriff. Channeling. Channeling. Okay. Das ist halt ich mit sehr viel Vorsicht zu genießen, denke ich mal. Viele, die sich jetzt so als Medium oder was halten, da ist, denke ich, viel Eigeninterpretation auch immer drin. Es wird teilweise vermixt, denke ich, mit eigenem Gedankengut. Und all diese Sachen, die da hochkommen, alles Wissen, alles ist in einem selbst vorhanden, so. Wahres Wissen, wahre Weisheit kommt von innen. Und ich denke, das ist in jedem vorhanden so. Ich denke schon so, dass es so etwas Ähnliches wie Channeling gibt, dass man einfach, Gedanken sind eben sehr mächtig und man kann ja auch Gedanken spüren, sage ich mal. Ich denke, wenn die Menschen wieder immer sensibler dafür werden. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich immer mehr dieses, es kennt ja jeder so, wenn jemand anruft, dann spürt man das vielleicht so. Man denkt an jemanden mal wieder, seitdem man, an den man seit einem Jahr nicht mehr gedacht hat oder so, und dann meldet er sich auch mal wieder. Und solche Dinge, die werden immer klarer.
Ja. Genau. Aber Channelings würde ich mit sehr viel Vorsichtigkeit genießen. Vorsicht. Mit sehr viel Vorsicht genießen. Genau. Und sich nur da wirklich schauen, was da wahr dran ist. Ich denke, da ist oft viel Eigeninterpretation drin. Genau. Wahres Wissen kommt von innen. Man braucht das ganze Externe im Prinzip gar nicht unbedingt so. Es ist eine Möglichkeit, ein Spiegel. Ja. Aber nicht die Verantwortung abgeben und meinen so, ey, der hat es gesagt und jetzt hat es nicht funktioniert. Das ist immer leicht. Aber Selbstverantwortung übernehmen halte ich für die wichtigste Grundvoraussetzung, um glücklich zu werden. Selbstverantwortung. Ja, dann Seelenfamilie, Karma. Ja, ich denke schon, dass es da gewisse Verbindungen zwischen Menschen gibt, zwischen Seelen. Aber ich weiß es jetzt nicht genau, wie das so abläuft. Ich denke, es gibt noch ganz andere Sachen eben außer diesem Körper. Der Körper ist nur eine Wahrnehmung in der jetzigen Realität so. Ein Geschenk, so, mit dem man sich wahrnehmen kann. Wo es ist eben nur ein Körper so und man hat eben auch in verschiedenen Reinkarnationen andere Körper und das Geistbewusstsein, die Seele, dieser Plan dahinter ist, denke ich, viel interessanter. So. Pythagoras hat zum Beispiel mal den Satz gesagt: Wenn du die Wahl hast, dann wähle lieber eine starke Seele zu entwickeln, als einen starken Körper. Rather choose to be strong. Of soul than of your body, hat er, glaube ich, gesagt. Also lieber wählen, einen starken Seele zu haben, als einen starken Körper in dem jetzigen Leben. Denn, ja. Die Seele, denke ich, steht halt über dem Körper so. Hat einen weiteren Ausblick. Der Körper ist mehr in der jetzigen Welt verankert und die Seele, die hat einen Plan, der geht noch ein bisschen weiter, denke ich. Genau. Aber wie das Ganze jetzt verknüpft ist, weiß ich nicht. Also was jetzt Seelenfamilie angeht, ob man jetzt da zwei Geschwister hat als Seelenverwandte oder einen einzigen Seelenpartner, weiß ich nicht. Könnte ich nur Vermutung schließen. Genau. Dann der Karma. Karma war ich denke, das ist ein Kreislauf, der war schon mal vorhanden, aber ich denke, da muss man sich jetzt nicht mehr so drin suhlen und ich glaube, man hat die Voraussetzung, jetzt glücklich zu sein in der heutigen Zeit, ohne auf irgendwelches Karma von alten Zeiten zu achten. Aber es ist nur so ein Gefühl. Fühlt sich einfach nur richtig und gut für mich an. Der nächste Begriff, Astralreisen. Habe ich mich bis jetzt noch nicht genau, so genau mit beschäftigt. Der Nikolai hat mir jetzt gerade ein Buch gegeben. Und zwar heißt es Astralreisen und luzides Träumen und Astralreisen heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall sehr interessant. Einfach mal mehr in seine Traumwelt einzutauchen. Also mehr Schlüsse daraus ziehen zu können. Wirklich das viel besser deuten zu können, was man darüber träumt, warum man es träumt, was es für unterschiedliche Träume gibt, was für Arten. Und bei mir ist es auch allgemein so geworden, dass die Träume so viel bewusster geworden sind. Ich nehme die wie eine Realität wahr, sag ich mal. Die sind so viel intensiver. Ich kann mich viel besser an meine Träume mittlerweile erinnern. Es kommt eben auch durchs, ich habe mal eine Zeit lang so Traumtagebuch geführt, dass ich jeden Tag aufgeschrieben habe, was ich geträumt habe. Über ja, ein paar Monate auf jeden Fall waren das. Und seitdem habe ich es mir auch angewöhnt, mehr auf die Träume zu achten, mehr dieses Gefühl danach zu spüren und zu schauen, was da dahinter stecken könnte. Und man kann die Träume immer
verschieden deuten. Es ist ja oft vergangene Sachen, die man einfach bearbeitet, die gerade irgendwie vielleicht aus den Zellen rauskommen und die dann hochkommen, die einfach nochmal vorbeiziehen. Dann sind es manchmal Träume aus dem Jetzt, so, was man gerade erlebt. Manchmal sind es einfach Möglichkeiten, die man durchspielt in Träumen. Und so gibt es eben verschiedene Arten von Träumen. Genau. Und wenn man die immer besser zuordnen kann und die nicht fehlinterpretiert, die zum Beispiel nicht als Vorhersage dann interpretiert, wenn es einfach nur eine durchspielte Möglichkeit oder so ist, dann fehlinterpretiert man die einfach nicht so. Dann, genau. Ja. Ansonsten, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Was ich eben interessant finde, sind so die hermetischen Gesetze. Heißen sie hermetischen Gesetze von Hermes Trismegisto? Auf jeden Fall eben Polarität in der Welt so. Die Welt ist einfach polar aufgebaut. Resonanzgesetz. Und das ist sowas, wo ich halt immer wieder was selbst wahrnehme. Oder diesen Impuls am Anfang zu folgen. Ja. Dazu finde ich auch das Buch von Rüdiger Dahlke sehr schön, Die Spielregeln des Lebens, wo das einfach ein bisschen erklärt wird. Diese geistigen Gesetze, die sich einfach in der Welt im Moment so manifestieren, sage ich jetzt mal. Genau. Das Buch kann ich jedem eigentlich nur empfehlen und sehr aufschlussreich für mich. Genau. Eben auch diese Polarität dahinter nicht zu vergessen. Nicht nur dieses positive Denken, da muss man eben auch vorsichtig mit sein. Weil eben, man muss es auch fühlen, was man sagt. So. Man soll sich nicht einfach sagen, boah, habe ich einen schönen Körper und dann dabei denken irgendwie, was ist das für ein hässliches Ding. Nein. Bewusstsein und Achtsamkeit, Dankbarkeit ist noch was anderes als diese Affirmationen, einfach dieses blinde positive Denken. Man kann in allem was Positives denken, interpretieren, ohne sich was schön zu reden. Zum Beispiel kann ich einfach in einem Unfall sehen, wie es ist. Es war ein Unfall. Es akzeptieren die Situation und dann aber sagen so, hey, was bietet mir das für eine Chance? Jetzt habe ich Ruhe für mich. Jetzt kann ich drüber nachdenken. Vielleicht Projekte, für die ich sonst keine Zeit hatte, kann ich angehen. Kann mir Gedanken darüber machen, wie ich im Leben stehe. Und hab mal die Zeit für mich. Und so kann man in allem was Positives sehen, ohne sich was schön zu reden. Das ist eben ein Unterschied. Genau. Ja. Ich hoffe, ich habe soweit alle Begriffe. Ach genau, einen Begriff hatte ich noch vergessen. So, was gefragt wurde, Mind Control. Auswirkung von Filmen, Medien und so weiter. Und ich denke schon, man muss wirklich aufpassen, was man konsumiert. Ich habe es in einem vorherigen Video schon mal angesprochen. Könnt ihr auch mal auf dem Kanal suchen. Das heißt, das Video ging um Kontinuität im täglichen Üben, tägliche Praxis. Einfach immer dran zu bleiben und die Samen, die man setzt und wässert, zu beachten. So viele nähren unbewusst durch Filme, durch Medien, die sie konsumieren, durch Bücher, in denen viel Gewalt vorkommt, Hass, Neid, Gier, alles das Ganze. Dadurch nähern sie diese Samen in sich, sehen es immer wieder, denken, man könnte sich nicht anders verhalten, es gibt keine andere Lösung. Man kann genauso positive Medien konsumieren, man kann alternative Medien konsumieren, wenn man das noch möchte, aber man kann sowieso genug im Alltag lernen und braucht im Prinzip kein Radio, man braucht kein Fernsehen. Und ich denke, gerade im Fernsehen wird so viel Unbewusstes ausgestrahlt und dann allein immer die Werbung, es beeinflusst einen einfach. Und ja, ich denke, das ist in einem gewissen Maße einfach ein Unbewussthalten der Bevölkerung, der Massen. So. Dadurch denkt keiner nach, dadurch konsumiert man. Und man nährt dieses Samen jeden Tag, wenn man jeden Tag Radio hört, Fernsehen schaut, Werbung anschaut, Plakate anschaut. Man kann dem ja im Prinzip gar nicht entgehen. So. Und deswegen halte ich es für so wichtig, sich da rauszuhalten, keine Medien zu konsumieren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal
Fernsehen geschaut habe. Also ich habe, eigentlich schaue ich seit ein paar Jahren kein Fernsehen mehr, höre kein Radio. Und das halte ich auch für sehr wichtig so. Ja. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr auch mal auf meinem Kanal so. Genau. Ansonsten, ich hoffe, ich habe alle eure Fragen so beantwortet. Alle eure Wörter, die ihr wissen wolltet. Meinungen, Gedanken von mir. Wenn ich schreibe nochmal in das Video und fragt mich einfach, dann mache ich vielleicht nochmal ein Video mit ein paar anderen Begriffen, wenn da noch was zusammenkommt. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.